Leider. Hier. Und Platz. Ich freue mich heute, jemanden vorstellen zu dürfen, der sein komplettes Leben im Van verbringt und die Freiheit genießt. Ganz herzlich willkommen, Frederik. Schön, dass wir uns hier treffen können. Vielen, vielen Dank. Du bist jetzt aktuell mit deinem Leben hier auf 4 Rädern komplett unterwegs. Genau. Das ist ja der Traum von wahrscheinlich einigen Menschen, einfach mal alles hinter sich lassen und einfach mal losfahren, reisen, Menschen zu treffen. Hm. Wie ist es bei dir dazu gekommen, dass du erstmal auf die Idee gekommen bist, das so zu machen? Die Idee ist eigentlich schon ziemlich alt, also ungefähr 8 Jahre alt. Angefangen hat es eigentlich mit der Idee, häuslich in der Wohnung zu wohnen, wohnen bleiben und mir einen etwas kleineren Wagen zu holen, einen VW-Bus in der Größe, um halt mit meinem Hund, mit der Laila, auf kurzen Trips, 2-3 Wochen Trips, die Welt zu erkunden, Europa zu erkunden. Etwas konkreter wurde es letztes Jahr im Februar, März. Da habe ich die Idee ein bisschen konkretisiert, habe mich um Autos schlau gemacht und habe mir Autos angeguckt. Dann kam ja leider Gottes Corona, dann habe ich gesagt, warte erst mal ab, was passiert. Und dann im September hatte ich mich eigentlich mehr oder minder schon ziemlich schnell dafür entschlossen, das umzusetzen. Und zwar auch wirklich mit der Idee, da einzuziehen. Da war der Hintergrund leider Arthrose. Und ich hatte in der 3. Etage gewohnt und jeden Tag 3-4 Mal hoch und runter war halt für die Laila nicht sehr förderlich. Das heißt, ich hätte die Wohnung verlassen müssen und dachte dann in dem Zuge, warum nicht Nägel mit Köppen machen? Guckt sich mal nach einem sehr großen Van um und habe dann einen gefunden durch Zufall über einen Freund und habe dann gesagt, komm, jetzt machst du mal wirklich alles so, wie es vielleicht sein soll. Habe die Wohnung gekündigt, hatte dadurch natürlich auch einen Zeitdruck von 3 Monaten, um den Van fertigzustellen, umzubauen und die Wohnung aufzulösen. Genau, und seit Mitte Januar diesen Jahres habe ich keinen festen Wohnsitz mehr, sondern ein mobiles Zuhause. Genau. Ja, wie gesagt, das war mein Traum. Ich war schon immer sehr mobil, ich war immer sehr unruhig, sagt mein Umfeld. Ich habe oft die Jobs gewechselt, ich bin viel durch die Welt gereist, komme eigentlich aus der Hotellerie-Gastronomie, habe da auch oft die Standorte gewechselt. Generell bin ich ein Mensch, der wenig Angst hat vor Veränderungen und im Gegenteil, ich mag stagnieren nicht und Langeweile nicht. Und aber eigentlich, manche sagen naiv, ich denke immer nur positiv in die Zukunft gedacht. Und dachte, es wird schon irgendwie klappen und das Schlimmste, was sein kann, ist, dass ich irgendwann ein großes Auto habe und mir wieder in Düsseldorf oder irgendwo anders eine große Wohnung hole oder eine Wohnung hole. Also für mich gab es immer Plan B. Aber ich fühle mich tatsächlich immer wohler mit der Entscheidung und Angst hatte ich nie, in keinster Weise. So, weil wir natürlich sehr, sehr neugierig sind, wie man so wohnt in einem Van und wie sich da so lebt, dürfen wir auch mal einen kleinen Blick reinwerfen, hat der Frederik gesagt. Ja, wollen wir mal, willst du uns mal dein Home auf 4 Rädern zeigen? Ja, sehr gerne. Also als ich ihn bekommen habe, war der tatsächlich komplett leer. Es ist einfach nur ein Lieferwagen. Hatte mir lange, lange überlegt, wie ich das umbauen könnte, was ich brauche. Für mich war natürlich essentiell, dass ich ein bequemes, gutes Bett habe. Eine Dusche war für mich essentiell, eine Küche. Ich koche sehr gerne und selber. Und natürlich eine Standheizung. Ich habe es im Endeffekt, was ich gar nicht wusste, aufgebaut, wie viele Profis das machen. Also Pössl zum Beispiel ist eine Marke, die bauen solche Vans um, professionell. Und die Aufteilung ist eigentlich sehr ähnlich. Die ich getroffen habe, die einen Pössl haben, haben gesagt, deiner ist cooler, weil du viel mehr Platz hast, obwohl du den gleichen Nutzen hast. Also habe ich anscheinend irgendwas richtig gemacht. Ja, so gesehen war es eigentlich kein Zauberwerk. Ich habe natürlich eine Dämmung eingebaut, Holzverkleidung. Dann habe ich hier eine etwas improvisierte Couch, die habe ich tatsächlich in Portugal nochmal nachgerüstet. Hier vorne hat man den Auslasser der Standheizung, die wirklich auch bei Minustemperaturen die Bude hier richtig schön muckelig warm machen. Hier vorne habe ich meine Küche, sehr einfach gehalten, nur eine Arbeitsfläche. Das Waschbecken habe ich mittlerweile sogar rausgenommen. Hinten ein sehr, sehr großes Bett, wo ich jetzt noch ein bisschen Materialkartons habe von den letzten Arbeiten, die ich hatte. Hier eine 70x70 Dusche, sogar mit Licht innen drin. Und diverse Hängeschränke, um meine Sachen zu verstauen. Wie viele Quadratmeter sind das, was würdest du sagen? Also insgesamt sind es wohl 7,5 Quadratmeter. Genau, auf 7,5 Quadratmeter wohne ich jetzt. Und ich als Frau natürlich, wo ist das Klo? Klo ist ja so eine Sache, da habe ich auch noch mal abgespeckt. Ich hatte am Anfang so eine Porta-Potti, so eine portale Chemietoilette.
Habe ich aber aus diversen Gründen wieder rausgeschmissen. A, wegen den Chemikalien, die wirklich nicht gut sind. B, hat es mir einfach Platz genommen. C, wollte ich, sag ich mal, mein Geschäft nicht über mehrere Tage mit mir rumfahren. Und das Allerwichtigste, was mir eigentlich war, war, wenn ich mal richtig in die Bremse drücke oder einen Auffahrunfall habe, was passiert, wenn das Ding hier einmal vielleicht sogar sich öffnet. Dementsprechend ist es mittlerweile sehr einfach. Entweder die freie Natur fürs kleine Geschäft oder in eine Flasche, wenn es regnet. Ansonsten habe ich ein Eimerchen, da kommt eine biologisch abbaubare Tüte und danach einen Knoten rein und dann kann man das im Hausmüll entsorgen und ja, Geschäft ist im wahrsten Sinne komplett erledigt. Genau. Sehr, sehr einfach. Und hier sieht man über dir hängt ein Surfbrett. Ja, wie schön. Genau, ja, ich habe durch Bekanntschaften auf der Reise, speziell in Portugal, habe ich das Surfen für mich entdeckt. Einmal wollte ich nicht so, ich sag mal, die Hausfrau sein, die zu Hause hockt, während die anderen alle cool surfen gehen. Ich mag Wassersport, ich mag Sport. Ja, und dementsprechend hatte ich mir erstmal am Anfang Bretter ausgeliehen, um da ein Gefühl für zu kriegen, ist das was für mich oder nicht. Ja, und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, jetzt bin ich im Besitz eines Surfbretts, natürlich Anfängerbrett, riesengroß, viel Volumen. Aber ja, für meine Zwecke ideal und macht wirklich Spaß. Ja, ist richtig coole Sache. Ja, ich habe tatsächlich aufgrund von vielen Inspirationen mit Menschen, die ich getroffen habe, auch tatsächlich meine Ernährung umgestellt. Befasse mich viel mit dem Ursprung der Ernährung, speziell Fleisch, Fisch, wo das herkommt. Habe da für mich auch entdeckt, dass es ja nicht immer die besten Produkte waren, die ich in der Vergangenheit gegessen habe. Dementsprechend, ich koche jeden Tag frisch, meistens auf Basis von Pasta. Immer mit frischem Gemüse und versuche tatsächlich auch meine Proteine jetzt aus Bohnen, Linsen und so weiter zu ziehen und nicht so viele Fleischprodukte zu mir zu nehmen. Aber wie gesagt, jeden Tag frisch. Ich mache mein Knuspermüsli, mache ich mir selber. Mache manchmal auch Aufläufe. Ich habe mir, da gibt es so ein extra Apparat für, was funktioniert wie ein Backofen, was man aber auf so ein Gasherd stellen kann. Genau, und damit kann man eigentlich alles machen. Man kann Brot backen, Aufläufe machen, sogar so eine Art Pizza backen. Also sehr flexibel, aber immer frisch und versuche wirklich sehr gesund zu leben. Das braucht die Hausfrau eine Gasplatte mehr nicht. Genau, ja? Genau. Reicht voll und ganz. Muss man halt nacheinander alles kochen, aber ja, es funktioniert tatsächlich. Ja, das geht. Hast du kühl irgendwas? Genau, das hier ist ein Kühlschrank. Funktioniert tatsächlich über 12 Volt. So gesehen lebe ich ja komplett autark. Ich habe eine Solaranlage installiert obendrauf mit zwei großen Batterien, die halt genug Strom halten für ungefähr 3 Tage. Und das ist für mich eine ideale Lösung mit so einer Kühlbox. Auch Kühlbox geworden und kein Kühlschrank, weil wenn man eine Tür aufmacht, geht die Kälte raus. Bei einer Kühlbox bleibt die Kälte erstmal drin, also ist viel energieeffizienter. Und das ist ein Top-Ding, verbraucht kaum Strom, man kann sogar als Froster benutzen bis minus 10 Grad. Also wenn man irgendwie mal eine Feier hat, wie ich am 14. Juni hatte, da habe ich Geburtstag gehabt, da haben wir da mit 50 Leuten in Portugal gefeiert und braucht natürlich eiskalte Getränke und Crushed Eis und. Und dafür war die Box halt wirklich ideal. So, natürlich müssen wir über das Reisen reden. Nehmen uns mal ein bisschen mit auf deine Tour, die du gemacht hast. Wir sitzen ja schon hier ein bisschen am Wasser, aber du hast wahrscheinlich noch ganz andere Gewässer gesehen. Ja, ich habe viel Wasser gesehen. Das war auch tatsächlich meine Hauptidee, die ganze Zeit an der Küste zu bleiben. Ich habe in Düsseldorf angefangen natürlich. Bin dann, der erste Stopp war, glaube ich, in Rüsselsheim. Dann bin ich weitergefahren nach Freiburg. Da habe ich meinen PCR-Test gemacht, um nach Frankreich reinzukommen. Habe dann, ja, ungeduldig wie ich bin, es nicht ausgehalten. Bin dann weitergefahren in die Schweiz, habe einen Freund besucht. Von da aus nach Genf, an den Genfer See und habe dann irgendwann elektronisch meinen PCR-Test bekommen. Ja, und bin dann an einem Tag durch Frankreich durch, direkt ans Mittelmeer. Und dann bin ich praktisch die ganze Ostküste von Spanien bis Gibraltar runter und dann nochmal nach Norden, nach Tarifa, Sevilla, also kurz vor der portugiesischen Grenze. Immer am Meer geblieben. Da war ich noch kein Surfer, also hatte auch keine Ambition, das zu tun. Aber ich mag das Meer, ich mag die Luft, ich mag Strände. Und von da aus bin ich halt nochmal zurückgefahren bis nach Valencia, also nochmal fast die gleiche Strecke zurück. Inland kam für mich nicht wirklich in Frage. Bin es dann im Endeffekt trotzdem gefahren, und zwar von Valencia bis in den Norden von Spanien nach Bilbao. Ich wollte mir die Nordküste nochmal anschauen, was wunderschön sein sollte, was ich zum Zeitpunkt hörte. Und wurde nicht enttäuscht, also war für mich auch die schönste Ecke von Spanien. Klippen, Strände, Berge mit Schnee obendrauf, Wälder, Felder, also ja, viel Abwechslung, genau das, was ich halt mag. Und bin da wirklich die ganze Nordküste entlang getingelt, an Santander vorbei, an Gijón vorbei,
bis nach A Coruña. Das war ganz im, oder das ganze Nordwesten von Spanien. Und da war so ein Punkt, wo ich ja auch gar nicht so wirklich wusste, okay, was mache ich jetzt noch weiter? Will ich weiter hier bleiben? Ursprung der ganzen Idee war auch mal nach Italien, Kroatien zu fahren. Aber aufgrund der Corona-Lage zu dem Zeitpunkt hatte ich das immer ausgeschlossen, war aber trotzdem gewillt, das dann doch noch mal zu überlegen. Und da hatte ich einen jungen Mann kennengelernt, den Gabriel, mit dem ich heute auch noch Kontakt habe, der auf dem Weg nach Portugal runter war. Und dachte ich so, gut, da wollte ich vielleicht auch mal hin. Und dann waren die Grenzen offen, es war möglich, das dahin zu fahren. Und bin dann etappenweise mit ihm, teilweise alleine, ja, Richtung Portugal gefahren. Und das war wirklich, ja, eigentlich sehr, sehr interessant. Das gleiche Gefühl hatte Gabriel auch im Nachhinein, was er mir erzählt hatte, dass mit Grenzübertritt, natürlich ist die Landschaft nicht ganz anders, aber ne, wir sind über die Grenze gefahren und es war ein ganz anderes Feeling. Ja, und das hat sich tatsächlich dann auch in Portugal bestätigt. Also war eine ganz andere Reise. Es hat sich ganz anders angefühlt. Ich bin viel mehr in Kontakt gekommen mit den Menschen. Anfangs wollte ich auch keinen Kontakt mit Menschen. Ich wollte für mich runterkommen. Die ersten 6 Wochen habe ich auch sehr konsequent durchgezogen. Und in Portugal bin ich halt sehr viel in Kontakt gekommen mit den Leuten. Ich war lange Zeit in Peniche, bin aber auch bis darunter in die Algarve gefahren. Da war ich auch schon Surfer, ja, oder habe damit angefangen, habe das sehr genossen. Und bin dann hoch und runter immer, ich sag mal, um Peniche rum, und aber immer am Meer geblieben und habe das Wetter genossen, die Leute, die ja sehr, sehr offen sind, gerade die Vanlifer, immer interessant sind, immer tolerant sind, jede Meinung akzeptieren und trotzdem ihre eigene Meinung vertreten. Jeder hat einen anderen Hintergrund, warum er dieses Leben führt, warum er seine Wohnung aufgegeben hat. Ich habe von Leuten, die 250.000, 300.000 Euro im Jahr verdient haben, die ihr alles aufgegeben haben, ihren Job, ihre Wohnung, ihr Haus, was auch immer, und in einen Van gezogen sind, bis hin zu Leuten, die einfach nicht klarkamen im Leben und haben gesagt, okay, ich brauche diese Reise, um wieder klarzukommen. Also vom Biss, aber wir saßen alle, sag ich mal, abends zusammen auf einem Lagerfeuer und haben den Sonnenuntergang am Meer genossen. Also es war echt sehr inspirierend, muss ich sagen. Thema Finanzen. Also ich hatte mal eine sehr interessante Aussage von einer Frau gehört, die gesagt hat, okay, ich will jetzt nur noch wandern in meinem Leben, und zu ihrem Bankberater gegangen ist und der hat gesagt, ja, das ist okay, Sie brauchen mit 1.000 Euro pro Monat, kommen Sie, das ist die gute Nachricht, Sie können das machen, aber Sie müssen sterben, wenn Sie 90 sind. Mhm. Und fand ich sehr, sehr, sehr schön. Wie kannst du das beschreiben, wie man das finanziert, die Reisen, das Leben? Also gibt es auch verschiedene Modelle. Ich habe Leute getroffen, die leben vom Ersparten. Ich habe das große Glück, in dem Fall selbstständig zu sein mit einer Handelsvertretung. Das heißt, ich habe ein Einkommen, was ich von jedem Punkt der Erde machen kann. Ich brauche nur Internet. Es gibt aber auch mittlerweile Plattformen, die vermitteln sogenannte Remote-Jobs. Also Jobs, die man von jedem Punkt der Erde machen kann. Angefangen von Sekretärinnen-Jobs, die buchen dann für Vorstände zum Beispiel Flüge, Hotels, Konferenzen. Korrektur lesen, Übersetzer sein, Social Media Agent, also gibt wirklich 1.000 Möglichkeiten. Und deshalb akzeptiere ich auch selten, wenn mein Umfeld sagt, ja, ich würde das ja auch gerne machen, aber ich kann es nicht, weil du hast ja das große Glück mit der Selbstständigkeit. Ich sage immer, ja, wer wirklich will, der findet auch einen Weg. Und es gibt heutzutage einfach die Möglichkeit, online zu arbeiten und vielleicht nicht das große Geld zu verdienen, aber ich habe in meinem Leben noch nie so wenig Geld ausgegeben wie auf dieser Reise. Also es waren wirklich nur 400 Euro im Monat mit Spritkosten und Essen und einem Zip und Zap, wenn man halt selber kocht, ne, kommt dazu und nicht jeden Tag oder jeden Abend außerhalb essen geht. Deshalb, es gibt da verschiedene Modelle für mich. Ja, in dem Fall ist es halt die Selbstständigkeit, die mir da mein Brot gibt jeden Tag, und bin in dem Fall sehr, sehr glücklich darüber, natürlich. Gab es auch mal Momente, wo du gesagt hast, es ist langweilig, mir fehlt irgendwas? Ja, so Punkte, wo ich halt tatsächlich überlegt habe, was machst du eigentlich, kam natürlich. Das war mir aber klar. Ich hatte mich sehr viel vorher schon bei Facebook zum Beispiel mit Vanlife-Leuten auseinandergesetzt, die es schon länger machen. Und in jedem Bericht oder einem Bericht von den Leuten stand immer, es kommt der Tag, wo du drüber nachdenkst. Und das kam bei mir auch teilweise beim Umbau, wo ich dachte, was machst du hier eigentlich? Du baust jetzt einen Van um, du hast keine Ahnung davon, du hast es noch nie gemacht, du bist kein Handwerker, du bist Gastronom. Du hast eine schöne Wohnung gehabt, du hast ein tolles Leben gehabt, warum tust du dir das an? War natürlich zum Glück in der Unterzahl. Es kamen immer wieder die Erfolgsmomente, wo ich gesagt habe, ja, cool, jetzt funktioniert die Standheizung, jetzt funktioniert die Solaranlage, jetzt sieht es hübsch aus, weil die Holzverkleidung drin ist. Aber die Momente hatte ich tatsächlich auch auf der ganzen Reise. War einmal ganz im Süden, das war so nach 2 Monaten von der ganzen Reise. Und dann nochmal, ich glaube im 3. Monat war das, wo ich einfach dachte, so, okay, wo willst du hin, was willst du machen? War es schon die Reise, hat es dir gereicht?
willst du diesen Lifestyle weiterführen und so weiter. Und ja, wie gesagt, da habe ich diesen Gabriel kennengelernt, der mich sehr inspiriert hat, nochmal weiterzumachen, was eine super Entscheidung war. Und ja, mittlerweile bin ich, glaube ich, wieder an einem Punkt, wo ich das lange, lange machen werde. Also ich liebe diesen Minimalismus, ich liebe es, wenig zu haben. Ich habe tatsächlich nur noch das, was in meinem Van drin ist. Ich habe noch einen Karton bei meiner Mutter stehen mit alten Erinnerungen, mit Bildern, mit Büchern, was mir halt wichtig ist. Und ich genieße es so sehr, so wenig Verantwortung über materielle Dinge zu haben. Und ich werde diesen Lifestyle so oder so definitiv weiterführen. Bin auch mir ziemlich sicher, dass ich das nicht in irgendeiner Form nochmal so bereuen werde oder überdenken möchte, wie halt in diesen zwei kleinen Situationen. Sondern ich genieße es immer mehr, von Tag zu Tag tatsächlich. Gibt es Situationen, wenn man mit, du sagst gerade, dem ganzen Hab und Gut steht und man möchte sich jetzt vom Van entfernen, gibt es da irgendwas, vergräbt man die besonderen Sachen im Wald oder sagt man einfach rums zu und weg? Nee, also so einfach war es tatsächlich nicht. Also die ersten, ich sag mal, 4 Wochen habe ich echt den Van kaum verlassen, also immer im Sichtradius. War ein bisschen eingeschränkt dann für die Laila vom Gassi gehen her, von meinem Hund, aber man gewöhnt sich dran, man tauscht sich auch aus. Also ich habe am Anfang viele Horrorszenarien gelesen im Internet, dass Leute betäubt werden, mit Betäubungsgasen ausgeraubt werden und. Dementsprechend habe ich natürlich aufgerüstet mit Gasmeldern und allem Zip und Zap, was man da so gegen tun könnte. Genau, die auch sehr empfindlich sind, ja. Je nachdem, was Laila gegessen hat, kann das Ding auch mal losgehen. Aber so viel zum dem Bohnen, Eiweiß aus Bohnen. Ja, genau. Das passiert natürlich nur der Laila dann. Aber nein, so richtig Angst oder beziehungsweise die Befürchtung hat sich nie bestätigt natürlich. Ich habe mich viel mit den Leuten ausgetauscht. Ich habe hunderte von Leuten kennengelernt und keiner hat mir ansatzweise irgendwas Schlimmes erzählt. Also klar, ich habe jetzt ein Lenkradschloss. Das mache ich auch immer dran, wenn ich irgendwo stehe. Einfach nur mit dem Gedanken, okay, wäre blöd, wenn einer mir das Auto klaut und ich hätte es haben können oder ich hatte es und habe es nicht benutzt. Ich gucke halt wirklich, dass alles verriegelt ist, immer, dass die Fenster zu sind und. Aber nee, mittlerweile ja, lasse ich mein Auto auch mal einen Tag stehen und ja, penne dann vielleicht beim Kollegen, den ich in Portugal kennengelernt habe oder. Also ganz entspannt. Ja, ja. Also man lockert sich dann auch mit der Zeit. Genau. Mit dem Leben, okay. Und hast du ein paar Begegnungen, die dir besonders, also wo du sagst, also jetzt noch in Erinnerung geblieben sind, sei es von der Landschaft, von den Menschen oder von, ja, Situationen? Das war tatsächlich, ja, gibt es natürlich einige. Also wir haben, also jeder Tag war ein Abenteuer, definitiv. Das war aber ein spezieller Abend, der mich ja bis heute noch begleitet. Das war in Peniche, das war ein ziemlich großer Standplatz direkt am Strand. Portugal ist es dann nicht mehr ganz erlaubt, frei zu stehen, wie in Spanien zum Beispiel. Da wurde es toleriert, das war so halb städtisch, halb privates Gelände. Ein ganz langer Schlauch, weg vom Strand, ja, eingemauert von Bambus. Und ja, jeden Tag so zwischen 50 und 70 Vans, die da standen. Und interessanterweise ganz viele, die immer wieder kamen, beziehungsweise permanent da standen, schon seit letztem Jahr oder seit September, seit November. Und dadurch war halt so eine gewisse Community da. Also jeder hat sich mit jedem verstanden aus allen Gesellschaftsschichten. Ja, und einem Abend hieß es dann, ja, wir machen Pizza-Party. Ja, und dann wusste ich halt nicht, was Pizza-Party ist. Und da haben die Jungs sich dann, die schon länger da wohnten, aus dem Leben, den es überall gab, einen Pizzaofen gebaut. Und haben dann für 70 Leute Pizza abends gebacken. Jeder hat was mitgebracht, der die Tomaten hatte, der Mehl hatte und. Da war ein Italiener, da war halt Pizzabäcker, der hat den Teig gemacht. Das war schon mal faszinierend. Dann kamen zur späteren Stunde ja, Künstler, die haben eine Feuershow gemacht mit, ja, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, irgendwelche Ketten mit zwei brennenden Enden und haben da zu dritt eine riesen Show gemacht. Danach kam noch eine Band, die irgendwo im Lokal in der Nähe ja, gespielt hat, also mit einem riesen Kontrabass, eine Violine da war dabei und ein Sänger. Also es war, ich saß da nur und war so geflasht, das war so wirklich so ein bisschen Hippie-mäßig natürlich alles, aber halt irgendwo auch das, was man sich so erwünscht, also Entertainment, ohne was zu zahlen, einfach nur, weil die Leute Lust haben, was zu tun. Und das war auf jeden Fall ein Abend, der wird mir lange, lange in Erinnerung bleiben, ja, bin ich mir ganz sicher. Wir haben dich ja aus dem Netz gefischt, aus unserer Republik, aus unserer Rubrik, weil du auch unter anderem
deine Dienste Menschen anbietest, die jetzt ihren Van ein bisschen verschönern, aufpimpen etc. wollen. Für mich klang das eigentlich schon fast wie ein eigenes Geschäftsmodell, weil ja viele Neueinsteiger sind und sicherlich den einen oder anderen mal brauchen. Wie ist da der Plan oder wie ist die Resonanz da drauf? Also die Resonanz ist enorm. Also ich hatte einfach nur aufgrund dessen, weil ich erstmal die nächsten 4 bis 6 Wochen noch in Deutschland bleiben werde, Freunde besuchen, meine Familie, also Bruder besuchen und so weiter. Und ich merke einfach, dass die nächste Reise, die ich jetzt antrete, eine andere Reise sein wird als die erste. Ich glaube, die erste Reise war für mich, damit ich runterkomme, damit ich mich dran gewöhne, damit ich mich, ja, so wie wahrscheinlich viele, die sowas machen, sich mit sich selber auseinandersetzen und. Aber jetzt diesmal bin ich wirklich heiß drauf, die Storys der anderen Leute zu hören. Und das war eigentlich der Hintergrund, warum ich das überhaupt publiziert hatte. Ich hatte ein kurzes Video gemacht mit, ja, wenn ihr Hilfe braucht bei der Solaranlage, bei der Standheizung, ich kann es ja mittlerweile, meldet euch, stellt ein alkoholfreies Bier kalt und irgendwo, wo ich meinen Van hinstellen kann. Und dann komme ich gerne vorbei und helfe euch bei der einen Sache. Resonanz war unglaublich. Also ich glaube, es waren dann 600 Likes bei Facebook. Ich habe 150 Kommentare bekommen, bestimmt 200 E-Mails bekommen, 70, 80 Freundschaftsanfragen natürlich auch. Und ja, im Nachhinein habe ich auch überlegt, gut, da könntest du eigentlich ein Business draus machen, ne? Irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Ist aber tatsächlich nicht der Hintergrund, sondern ich möchte wirklich Leuten helfen. Ich möchte meine Skills ein bisschen ausbauen hinsichtlich Ausbau und halt wirklich die Leute kennenlernen, weil jeder Mensch, der sowas macht, der hat wirklich einen anderen Hintergrund. Der eine ist, ja, ist die Ehe gescheitert, der eine ist geschäftlich kaputt gegangen, der andere hat irgendwelche anderen Sachen oder macht es einfach nur aus Spaß an der Freude und möchte einfach was von der Welt sehen. Ja, und diese Storys will ich halt gerne hören, ne? Und will mich dann abends mit den Leuten nach getaner Arbeit hinsetzen. Arbeit schweißt zusammen, öffnet Leute und ja, sich abends hinsetzen, vor allem zu grillen oder einfach nur am Van zu hocken und ein bisschen zu philosophieren, was die Leute bewegt, warum die das machen. Und genau, mal gucken, vielleicht, also wie gesagt, mein Plan ist jetzt noch mal ungefähr ein Dreivierteljahr unterwegs zu sein. Mein Ziel ist grob erstmal Marokko, also im Dezember in Marokko zu verbringen. Wie ich da hinkomme, wo ich da in der Zwischenzeit bleibe, lasse ich mir komplett offen. Dementsprechend wird das mit dem Geschäftsmodell erstmal nichts werden, weil so viele sind jetzt, oder die Leute, die in der Gegend sind, ich sag mal Frankreich, Spanien, Portugal, die haben ja einen fertigen Van. Die müssen nichts mehr installiert haben, ne? Die haben einen fertigen Van. Aber mit Sicherheit, wenn ich nächstes Jahr zurückkomme, ja, warum nicht daraus auch ein Geschäftsmodell machen? Ja, ja, mal gucken, wie es sich entwickelt. Vormerken zu Hause, weil sie noch was gebastelt, geholfen haben möchten an ihrem frischen Van. Und in Marokko im Winter ist ja vielleicht auch nicht die schlechteste Idee, weil ich stelle mir im Winter in Deutschland mit dem Van nicht ganz so prickelnd vor. Genau, also die Erfahrung habe ich ja gemacht. Ich glaube, am 15. Januar diesen Jahres bin ich eingezogen und wir hatten wirklich einen knackigen Winter. Es geht, es funktioniert. Die erste Nacht, die ich hatte außerhalb, oder die erste Nacht der Reise war in Rüsselsheim, da hatte ich minus 18 Grad in der Nacht. War muckelig kalt, drin zum Glück mit der Standheizung 18 Grad oder 20 Grad plus. Aber da habe ich schon gemerkt, okay, so wirklich darin leben in einem Land, wo es ja gerade im Winter, ich sag mal 6 Tage die Woche regnet und kalt ist und feucht. Und ja, Feuchtigkeit ist das größte Thema, für mich zumindest in einem Van. Kam für mich nicht in Frage. Ich habe jetzt schon viel von Frankreich, Spanien gesehen und Portugal. Und ja, viele, viele Vanlifer zieht es einfach nach Marokko. Es ist ein großes Land, sehr offenes Land. Viele, viele Vanlifer verbringen da einfach den Winter, ja, weil das Klima einfach angenehm ist, sehr gastfreundliches Land. Und ich war da noch nie, kommt natürlich auch dazu und bin sehr gespannt, wie das da sein wird. Ja. Sehr gut. In 10 Jahren, welche Länder hast du alle abgefahren? Was denkst du? Ich weiß gar nicht, ob ich so viel mein Leben lang reisen werde in den nächsten 10 Jahren. Also ich habe schon viel gesehen, ich war viel im Ausland schon, berufstechnisch oder auch einfach Urlaub machen. So auf diese Art lernt man natürlich ein Land noch mal ganz, ganz anders kennen und kommt ganz anders mit den Leuten in Kontakt. Was ich merke, ist, dass ich irgendwann schon eine Base brauche, irgendwo, wo ich, ja, ich sag mal, auch nur mein Werkzeug abstellen kann. Hab da auch verschiedene Ideen im Kopf, wo es sein wird, wie es sein wird. Ich werde immer mobil bleiben, aber habe jetzt keine Liste irgendwie, wo ich sage, okay, da muss ich um Dinge hin oder da. Mal zum Ural oder gucken, genau. Was in der Mongolei so los ist oder so. Genau, also nichts Konkretes, geht mir tatsächlich mehr um diesen Lifestyle, um diesen Minimalismus, die Leute, die man trifft, diese herzlichen, offenen, spannenden Menschen und die trifft man eigentlich überall. Also ja, es geht ziemlich schnell mit dem Kontakt. Gibst du uns noch einen Tipp für jemanden, der sagt, das ist jetzt vielleicht für mich inspirierend, das mal auszuprobieren? Welche Schritte, 3 Schritte, die man
im Kopf oder in der Realität machen sollte? Was sollte man machen? Vielleicht ganz einfach mal so ein Ding ausleihen. Es gibt mittlerweile Firmen, die haben selbst ausgebaute Vans und die kann man mieten. Es gibt Plattformen, wo Privatleute wie ich ihren Van zur Verfügung stellen. Einfach mal gucken, wie es ist, auf so kleinen, engem Raum, vielleicht sogar mit Partner zu leben, sich auszuhalten, sich zu arrangieren. Dann überlegen, wie weit möchte man gehen. Geht man das Risiko, was in meinen Augen kein Risiko ist, ein, seine Mietwohnung zu kündigen? Ist man bereit dafür? Braucht man die Sicherheit? Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, ob man in sich reinhorchen kann und es dann auch tut. Weil man muss genau wissen, wie weit kann ich gehen. Es wird die Tage kommen, wo du denkst, was tue ich hier? Es regnet den dritten Tag und ich habe den Van seit 3 Tagen nicht verlassen, außer zum Gassi gehen. Aber auf der anderen Seite wird es halt diese unfassbar schönen Momente geben. Sonnenaufgänge, ich habe noch nie so viele schöne Sonnenauf- und Untergänge gesehen in den letzten Monaten. Jeder ist anders und das sind halt die Momente, auf die man sich konzentrieren sollte. Und wenn man das macht, dann ja, Vollgas geben, so ein Ding kaufen, paar YouTube-Videos gucken, so wie ich oder einige, und dann Handkreissegeln und dann geht's los. Ja, kann ich nur den Tipp geben. Wenn Sie Lust haben, dem Frederik zu folgen, auf Instagram geht es ganz leicht? Genau, ich habe einen Account gemacht, mit Umbauzeit sogar, letztes Jahr September. Ja, nennt sich Van Travel Europe. Also wer Lust hat, sich da Inspiration zu holen oder gerne auch mich anschreiben möchte, soll sich gerne melden. Ja, mittlerweile ist es eine kleine Community geworden. Die kennen mich schon seit längerem. Ja, besser als ich die natürlich. Und folgen mir da auf der Reise und ja, freuen sich der schönen Bilder, die ich da mache, auch mit Drohne und Co. Und genau, einfach mal reinschauen, gerne auch followen und dann gerne auch mal anschreiben. Genau. Vielen Dank. Wir wünschen dir eine tolle weitere Lebensreise und werden natürlich auch nach dir schauen. Vielen, vielen Dank. Ja. Dankeschön.